So, jetzt nochmal alle für alle, heftig, kräftig. Moin, moin. Ja, gut, alles klar. So, herzlich willkommen zum Kursus Hauskauftipps von Annuität bis Zwangsversteigerung von A bis Z. Mein Name ist Ralf Schütt. Ich bin gelernter Banker, habe mal bei dem großen blauen Institut 4,5 Jahre verbracht. Manchmal rutschen mir doch Namen raus, aber ich versuche das mal ohne. Bin also gelernter Bankkaufmann, hat mich allerdings 1991, 92 bereits selbstständig gemacht, weil ich einfach gesagt habe, oder ich sollte in meiner Lehre einer 70-jährigen Oma einen 30 Jahre lang laufenden Sparvertrag verkaufen. Das fand ich nicht so ganz bedarfsgerecht. Das war damals noch harmlos. Ja, wir hatten sogenannte Rennlisten. Ja, da stand dann drauf, wir sollen, was weiß ich, diesen Monat 100 Lebensversicherungen verkaufen, wir müssen 100 Bausparverträge verkaufen und wir müssen 130 Jahre lang laufende Sparverträge verkaufen. Das war vor, oh Gott, schon ganz lange her, 26 Jahre her. Heutzutage ist das alles viel besser in den Banken. Ja, da treten sie teilweise je nach Institut morgens an, kriegen ihre Zahlen vorgegeben und wenn sie um 16.30 Uhr bei Schalterschluss die Zahlen nicht erreicht haben, gibt es vor versammelter Mannschaft links und rechts ein paar auf die Mütze. Ja, das so aus der Erfahrung. Teilweise müssen sie als Azubi am Geldautomatendrucker oder am Kontoauszugsdrucker den Leuten auch schon eine Riester-Rente verkaufen oder eine Rürup-Rente. Und wenn sie das nicht machen, dann kriegen sie in ihrer Lehre eine Abmahnung. So. Deswegen für mich damals konsequent, mich selbstständig zu machen als unabhängiger Berater. Macht das, wie gesagt, seit jetzt 23, 24 Jahren. Und der heutige Kurs soll Ihnen so einen kleinen, wer kennt das Ding hier, ne? So einen kleinen Kompass, kleine Orientierung geben, wie Sie am besten ein Haus, eine Immobilie kaufen. Genau, so, das war eigentlich schon ganz kurz zu mir. Ach so, wo finden Sie mich zum Beispiel in die Welt? Da erscheint ein Sonderteil alle zweimal im Jahr. Da sind die besten Berater Deutschlands drauf. Hier können Sie auch gucken, wenn Sie mal einen guten Berater suchen, mit ehrlichen und nicht maschinenerstellten oder maschinengeprüften, Beurteilungen, dann ist das die Plattform, die heißt WhoFinance. Den Namen finde ich jetzt nicht so gelungen. Also whofinance.de. Da können Sie nach Orten suchen, nach Fachgebieten und so weiter und so fort. Und die besten 500 werden zweimal im Jahr in die Welt veröffentlicht. Da bin ich auch drauf. Ich gebe das nachher mal rum. So, das war auch schon ganz kurz der Werbeblock. Und jetzt sind Sie gefragt. Jetzt ist die Frage, was erwarten Sie von den heute, morgen, 1,5 Stunden? Was wollen Sie heute mitnehmen? Was liegt in Ihnen? Was brennt Ihnen unter den Nägeln? Schießen Sie mal los. Jeder kommt dran. Naja, Sie hatten es gestern in der Ankündigung zu verstehen, dass man eben ein paar Tipps braucht. Genau. Den 7 größten Fehler, die würde ich gerne kennen. Ja. Oder 8. Und was ist in der Zwangsversteigerung zu verstehen? Okay, super. ZVG abgekürzt, ja? Zwangsversteigerung, ganz wichtig, wenn ich hier vorne irgendwelche Fachbegriffe oder irgendein Fachchinesisch mit mir um mich werfe, sagen Sie bitte gleich Stopp, sagen Sie Hallo, was bedeutet das, was heißt das? Ja, ich gucke immer, dass ich alles möglichst einfach und verständlich erkläre und mir rutscht auch mal was raus, ja, oder eine Abkürzung. Also die Zwangsversteigerung, die 8 Tipps, genau, was noch? Die anderen, zack, zack. Ja. Ja, da gibt's bestimmt einen Nachbarn, der Ihnen ein Handy leiht. Genau. So, die nächsten, bitte. Ich habe schon gekauft, aber das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Und das ist so für mich eine Manöverkritik, was man vielleicht nächstes Mal besser macht. Okay, cool. Wow, schön. Manöverkritik, ja, toll. Okay. Ich werde Dinge erfahren, die unbedingt beachtet werden müssen. So ja. Meilensteine. Wenn ich die nicht beachte, dann geht es richtig in die Hose. Super. Kleine gedruckte Sachen, wo man vielleicht sehr auf die Schnelle ein bisschen drauf achtet, wenn man ganz genau Augen und Ohren verhalten muss in eventuellen Gesprächen mit Beratern, wenn man dann vielleicht mal so sehr aufpassen muss. Okay, super, klasse, toll. Wer noch? Was ein Haus kauft, was das vielleicht noch für Kosten mit sich bringt, die man zumindest gar nicht auf dem Zettel hat. Super. Also so in Anführungsstrichen versteckte Kosten, ja? Oder an Kosten, an die Sie vielleicht nicht denken, ja? Ja, Nebenkosten, versteckte Kosten. NK, Nebenkosten, ja? Versteckte Kosten soll das heißen. So, klasse, was noch?
ganz am Anfang, wie finde ich eigentlich die Immobilie? Also eingeben ImmoNet, ImmoScout, vielleicht haben Sie noch mal ein paar Tipps. Habe ich auf jeden Fall. Schaffen wir in den ersten anderthalb Stunden heute nicht. Sind Sie heute Nachmittag da? Sonst kriegen Sie noch einen Spezialtipp von mir. Sagen Sie mir noch mal Bescheid. Ja? Und die anderen, die das auch interessiert, wie Sie praktisch Immobilien finden außerhalb der üblichen Wege ImmoNet, ImmoScout, ImmoWelt. Ja? Müssen Sie mir Bescheid sagen, ja? So, okay, was noch? Also wie finden, ja? Ist auch schon mal gut. Ist auch immer mein erster Tipp. Sagen Sie, Sie möchten eine Immobilie finden. Und nehmen Sie sich nicht vor, sie zu suchen. Weil sonst suchen Sie in 3 Jahren unter Umständen immer noch. Ja? Kleiner, feiner Unterschied. Ja. Wenn man Angebote liest, jetzt bei ImmoScout zum Beispiel, ja, oder so, viele Sachen sind nämlich ganz verständlich, wenn man sagt, so, ich habe gar keine Ahnung davon, was meinen die jetzt damit? Was sollen das jetzt hier bedeuten? Oder so bei Angeboten versteckte Info. Ja. Also ich schreibe mal Verständlichkeit, ja? Okay, super. Die nächsten, gleich sprechen Sie weiter, ich schreibe weiter. Also grob, zumindest zu sagen, das ist gerechtfertigt oder nicht. Okay. Ja, also ich schreibe es auf. Da sage ich Ihnen allerdings, also ich meine, über jeden dieser Punkte fast kann ich 8 Stunden was erzählen. Wertermittlung ist eine ganz heiße Kiste. Ich habe nachher noch ein kleines Video. Sind Sie heute Nachmittag noch dabei? Das ist schon mal cool, weil dann haben wir ein bisschen mehr Zeit dafür. Ja? Okay, super. Was noch? Ja. Dass man vielleicht bei Immobilien, die es halt ja schon gibt, also manchmal müssen wir vielleicht auch neu sein, aber ja, die Immobilien, die es schon gibt, dass man vielleicht auch abschätzen kann, wie hoch die Renovierungskosten oder auch überhaupt renoviert werden muss. Dann Dach und solche Geschichten. Okay. Super. Renovierung. Aber wenn man neu zu bauen, was man da gucken muss. Ja, ist gut. Ich sag mal so grob, also nicht im Detail, da geht es ja um tausend Sachen. Ja, ja, also auf jeden Fall, ganz klar, wobei, wie gesagt, also diese 2, 3, 4 Themen, da können wir 4 Seminare von machen. Ja, vielleicht für Sie auch als Tipp oder als Idee, wenn Sie nachher noch Sachen haben, wo Sie sagen, okay, das interessiert mich, dann habe ich das mit der Volkshochschule auch besprochen, dann können wir gerne noch mal einen speziellen Kursus noch einschieben. Terminkoordinierung müssen Sie dann allerdings untereinander selbst hinkriegen. Ja, weil das ein tierischer Aufwand ist. Und wenn Sie da sagen, eine Gruppe von 5, 6, 7, 8 Leuten, oder 8 müssen es, glaube ich, sein, dann können wir das so koordinieren. Wenn das nur 2, 3 sind, dann mache ich das gerne bei mir. Ja, da müssen Sie mir Bescheid sagen, okay, das sind die Themen, die ich haben will, dann können wir das gerne machen. Ja, super. Okay, was noch? Nachmittag. Ja. Da geht es speziell um die Finanzierung. Da geht es um die Finanzierung? Da geht es auch um die Finanzierung. Nee, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Der ist direkt im Anschluss, also eine Stunde Mittagspause und dann legen wir direkt los. Ich glaube, einen Platz haben wir noch. Wenn Sie wollen, müssten Sie sich noch eintragen. Okay. Ganz genau, ganz genau. Ja? So, wen habe ich noch nicht? Hinten rechts? Ja, also für mich ist es eher interessant, wir wollen eine Immobilie verkaufen. Ja. Und worauf andere achten, oder worauf ich achten muss, ja, dass ich möglichst gut verkauft kriege. Also eher andersherum. Okay. Dass ich da ja keinen Fehler mache und möglichst viel Geld rausschlage. So, so. So, so, die anderen wollen alle möglichst wenig ausgeben. Okay, also das Schöne ist ja, alles, was ich Ihnen erzähle, können Sie immer aus mehreren Perspektiven sich angucken. Ja, und das machen wir auch. Okay, cool. Hier vorne noch. Sie gehören zusammen, ne? Okay, Frau, sonst nichts? Okay, gut. So, dann geben wir Gummi, dann versuchen wir, dass wir all diese Punkte heute hinkriegen. Als allererstes, wenn Sie eine Immobilie suchen, hatte ich schon gesagt, nehmen Sie sich vor, eine zu finden. Ja, ich hatte mal eine Dame, die sagte, Mensch, Herr Schütt, ich suche schon seit 5 Jahren eine Immobilie. Gut, sie erzählte mir dann, das ist jetzt 15 Jahre her, dass sie in Eppendorf eine 3,5-Zimmer-Wohnung, freilieferbar, Jugendstil, Altbau, Dielenboden, Böden, dass sie dafür maximal 180.000 D-Mark ausgeben wollte. Die kostete damals schon 360.000. Ja, moin, Mahlzeit. So, genau. So, das heißt, also erstmal, wie gesagt, finden. Dann machen Sie sich bitte
oder verabschieden sich von einem Gedanken oder nehmen sich oder machen sich eine Sache klar. Die optimale Immobilie gibt's nicht. Ja? Jede Wohnung, jedes Haus, jede, was weiß ich, hat mindestens einen dicken Nachteil. Ja? Und sagen wir so, wenn alles perfekt ist, dann wette ich fast mit Ihnen, dass der Preis nicht optimal ist. Dass der sehr hoch ist. Ja? Also das ist wirklich einfach ein Tipp. Irgendwas müssen Sie, irgendeine Kröte müssen Sie immer schlucken. Das geht nicht anders. Ja, wenn Sie sagen, Sie möchten eine Wohnung oder ein Haus mit rundherum Süden haben, ja, dann müssen Sie an den Nordpol ziehen. Das ist immer ein bisschen einsam und wahrscheinlich auch sehr kalt. Ja? Also nur, dass Ihnen das klar ist, dass Sie sagen, die perfekte Immobilie gibt es wirklich nicht. So, also. Die fünf schlimmsten Fehler, die Sie machen können. Wie gesagt, erster schlimmer Fehler, die optimale Immobilie zu suchen. Zweiter dicker Fehler, eben zu suchen und nicht zu finden. So, ganz, ganz wichtig, ich werde immer gefragt, das machen wir nachher auch noch, wie finde ich eine möglichst günstige Immobilie? Sie haben immer, wie soll ich sagen, zwei Gegensätze. Ja, entweder Sie investieren wahnsinnig viel Zeit, ja, das heißt, Sie suchen oder begeben sich in den Findungsprozess über Wochen, Monate, eventuell sogar ein, zwei Jahre, dann haben Sie mit Sicherheit die Möglichkeit, auch ein Monster-Schnäppchen zu finden. Ja? Wenn Sie aber sagen, naja, ich rufe jetzt vielleicht drei Makler an oder frage drei Exposés ab, dann funktioniert das nicht. Ja? Gerade in der jetzigen Marktsituation, wer von Ihnen ist schon auf Immobiliensuche, Findung gewesen jetzt aktuell, so in den letzten 3, 4, 5, 6 Monaten? 1, 2, 3, 4. Bei wie vielen ist es, sagen wir mal, in der Planung für die nächsten 6 Monate, 12 Monate? Ja? Okay, super. Alles klar. Ich habe schon die Blicke unter den Pärchen kurz gesehen. Ja? Noch ein ganz wichtiger Tipp oder ein Fehler, den Sie bitte vermeiden sollten. Setzen Sie sich zusammen und einigen Sie sich darauf, was Sie wollen. Ja? Ich hatte wieder ein Beispiel 2008, 2009 in Berlin, Fachanwalt für Baurecht, kam über eine Empfehlung von einem anderen Fachanwalt für Baurecht. Der sagte zu mir, Herr Schütt, 2009 war in Berlin noch nicht viel los, da war auch in Hamburg und Umgebung noch nicht viel los. Er sagte, Herr Schütt, wir suchen schon seit 2 Jahren. Ich so, gibt's doch gar nicht. Was suchen Sie denn? Ja, so eine schöne Gründerzeitvilla mit Dielenböden und Stuck an der Decke. Ich so, Mensch, davon gibt's doch in Berlin genug. Ja, sagt er, ja, eigentlich schon. So, und was sucht Ihre Frau? Ja, am liebsten Neubau. So, ja, die haben sich weitere 1,5 Jahre später haben die sich dann geeinigt. Die haben dann eine Gründerzeitvilla mit einem neuen Anbau gekauft. Das war der Kompromiss, mit dem beide leben konnten. Und tun Sie sich einen Gefallen, einigen Sie sich, was Sie wollen. Ja, so. Das, wie gesagt, ein Riesen. So. Der andere ganz, ganz dicke Fehler aus meiner Sicht ist, das ist, sagen wir mal, bei der jüngeren Generation, wie soll ich schon, greifbarer. Wenn ich aber, ich habe auch sehr viele ältere Kunden, 60, 70 Jahre und älter, mein ältester war, glaube ich, 84. Die sagen immer, ja, ich war oder ich bin seit 40 Jahren bei meiner Bank Kunde. Ja, und deswegen ist der gut und deswegen ist das mein Freund. Ich sage immer, ja, solange Sie Ihre Raten zahlen und solange Sie das machen, was die Bank will. Ja, sollten Sie Ihre Raten mal nicht mehr zahlen, werden Sie ganz schnell feststellen, wie gut Sie mit dem Banker befreundet sind. Das noch als Tipp. So, ganz, ganz wichtig, die meisten Projekte scheitern an der vernünftigen Planung. Wir machen das heute Nachmittag noch in dem Kurs. Da habe ich eine genaue Zeitskala, was Sie wann, wo, wie machen sollten. Für Sie aber trotzdem, die heute Nachmittag nicht da sind, als Tipp, machen Sie als erstes einen Kassensturz. Entweder für sich alleine oder mit Ihrem Partner, wenn Sie zu zweit sind. Gucken Sie, was kommt an Einkommen rein und vor allem, was geht raus. Ja? Für Miete, für Kleidung, für Theater, Kino und so weiter und so fort. Ja? Wenn Sie die beiden Zahlen voneinander abziehen, dann sollte da eine grüne Zahl bei übrig bleiben. Ja? So, das ist erstmal die erste Voraussetzung. Und seien Sie bitte ganz ehrlich, ich
ich erlebe das immer wieder, finde ich ganz toll. Also viele führen heutzutage eben kein Haushaltsbuch, sondern die haben so eine Tabellenkalkulation. Finde ich klasse. Ja? Und wenn Sie sagen, das ist mir eigentlich zu nervig, dann machen Sie es wenigstens für 1, 2, 3 Monate mal. Ja? Schreiben Sie wirklich auf Parkticket. Ich habe das früher gemacht. Ja, ich habe auch die 20 Pfennig. Ja, kostete damals ein Telefonat in der Telefonzelle. Ja, heute gibt es keine Telefonzellen mehr oder fast keine mehr. Ja, selbst das habe ich aufgeschrieben. Dadurch wusste ich, was habe ich für Ausgaben. Ja, einfach eine echte gute Budgetplanung. So, weiterer ganz, ganz dicker Fehler. Wer von Ihnen möchte auf jeden Fall in die Immobilie, die Sie suchen und finden, dann selbst einziehen? Alle, ne? Fast? Oder gibt es einen Anleger dabei? Nö, praktisch alle. Okay. Dann können Sie natürlich sagen, ja, ich möchte ein Schnäppchen machen. Ist in der jetzigen Marktsituation ganz schwierig. Oder Sie müssen etwas kaufen, wo die meisten sagen, oh Gott. Ich sage immer, wenn Sie Architekt, Bauingenieur, Maurer, Handwerker oder was weiß ich sind, dann können Sie auch ein Haus kaufen, was auf den ersten Blick schrecklich aussieht. Ja? Also wo Sie wirklich sagen, oh Gott, abreißen wäre fast günstiger. Ja? So, das ist eine. Und ganz kurz auf die Finanzierung. Tun Sie sich einen Gefallen. Wie viel Eigenkapital brauchen Sie, sagen wir mal, Minimum? Wer hat eine Idee davon? 20%? Drittel? Was sagen die anderen? Wer bietet mehr? Weniger? Ja, das ist die günstigste Finanzierung. Exakt, ja. Ja, also mal als Faustformel, vollkommen richtig, klar. Als Faustformel sollten Sie auf jeden Fall die gesamten Kaufnebenkosten haben. Das heißt hier in Schleswig-Holstein Makler, Notar und die Grunderwerbsteuer. Ja, Sie sind ja deutschlandweit Spitzenreiter, ne, mit 6,5% Grunderwerbsteuer. Ja, bis vor einem guten Jahr konnte man immer noch auf die bösen Makler schimpfen. Heute empfehle ich Ihnen, aufs böse Finanzamt zu schimpfen, weil die tun definitiv nichts dafür. Die schreiben Ihnen einen Brief oder schicken Ihnen eine Rechnung und das war's. Dafür kriegen Sie gar nichts. Ja, der Makler besichtigt wenigstens mit Ihnen. Hoffentlich beantwortet er Ihnen auch alle Fragen, die Sie haben. Ja, Makler Schleswig-Holstein so in der Regel 6,25%. Also wenn Sie es zusammennehmen, 6,5 plus 6 Makler sind 12,5 und Notar sollten Sie jetzt, auch die haben im August letzten Jahres ihre Gebührenordnung von Fatih Staat erhöht bekommen, sollten Sie immer Minimum 2% rechnen. Ja, wenn Sie rechnen, 6,5 plus 6 sind 12,5 plus 2 sind 14,5, rechnen Sie Schleswig-Holstein bitte mit 15% Kaufnebenkosten. Ja? Sie sehen, wir gleichen uns überall Europa an. Überall, wo es negativ ist, passen wir uns auf jeden Fall an, wir Deutschen. Ja? Die Portugiesen waren, glaube ich, bis vor ein paar Jahren Spitzenreiter mit 17% Kaufnebenkosten. Da sind wir jetzt fast. So, die, sage ich immer, sollten Sie auf jeden Fall haben. Die kann man rein theoretisch auch noch mitfinanzieren, sage ich aber ganz klar, empfehle ich nicht, ist irgendwo ziemlich Harakiri. Ja? Wenn Sie darüber hinaus dann noch 10, 20, vielleicht sogar 30% vom Kaufpreis der Immobilie haben, ist das eine tolle Sache und dann ist das Ganze auch recht komfortabel und eine recht sichere und konservative Sache. Ja? Auf der anderen Seite, ich glaube, das ist jetzt der vierte oder sogar der fünfte Fehler, vor dem ich immer warne, tun Sie sich einen Gefallen. Wenn Sie bei der Bank sitzen und das mit dem Banker besprechen, dann zeigen Sie dem nicht alles, was Sie erspart haben. Ja? Ich sage immer zu meinen Kunden, mir dürfen und sollten Sie alles erzählen. Ich filter dann das, was ich an die Bank weitergebe. Ja, das macht einen riesen Unterschied. Wenn der Banker Ihr gesamtes Eigenkapital sieht, dann sind meistens Begehrlichkeiten geweckt und dann sagt er, alles zu mir. Warum? Jemand eine Idee? Sicher auch für die Bank, wenn das in die Hose geht. Bingo! Ganz genau. Wessen Interessen vertritt der Banker? Die seines Arbeitgebers, nicht ihre. Ja? Das heißt, der guckt immer, dass er, wenn es geht, alles Eigenkapital bekommt. Meine Empfehlung ist, was weiß ich, wenn Sie eine Rate an die Bank haben, sagen wir mal jetzt nur mal einfach simpel, 1.000 €, dann ist mein Geheimtipp, meine Faustformel, ich sage mal, für ein Jahr sollten Sie die Rate haben,
ja, als Rücklage, dann kann oder sollte eigentlich nichts passieren. Selbst wenn Sie arbeitslos sind oder länger krank, können Sie sagen, hier ist mein Konto, mein separates, packen Sie das zur Not aufs Sparbuch. Nicht wegen der Zinsen, sondern weil Sie nicht so schnell rankommen. Ja? Dass Sie sagen können, okay, ich kann ein Jahr lang die Rate an die Bank bezahlen. Ja? Warum ist die Rate an die Bank eigentlich viel, viel wichtiger als jede andere? Also sie ist wichtiger als Ihre Grundsteuer, die Sie quartalsweise ans Finanzamt überweisen müssen. Die ist wichtiger als, was weiß ich, Ihre Hausratversicherung, private Haftpflicht nicht. Die sollten Sie immer bezahlen, aber das sind auch nur 80 Euro oder 90 im Jahr. Warum ist die Rate an die Bank so wichtig? Bingo. Ja? Das haben Sie super schön formuliert, das muss ich mir mal merken, ja, damit die nicht Miteigentümer werden. Richtig, ja, weil also sagen wir mal, kritisch wird es, wenn zwei Raten aufeinander zurückgegangen sind. Das ist zwar ein bisschen gelockert worden vor 2-3 Jahren, aber das als Faustformel, zwei Raten hintereinander, Lastschrift zurückgegangen, dann ist wirklich nicht mehr gelb, dann ist rot. Ja, also dann sollten Sie allerspätestens was tun. Ich sage immer, oder ich empfehle immer meinen Kunden, wenn sowas passieren sollte, Arbeitslosigkeit, Krankheit oder was auch immer, dann sprechen Sie mit Ihrem Berater. Das sollte aber dann nicht der Hausbanker sein oder bei dem Sie die Finanzierung gemacht haben. Ja? Weil wenn Sie den anrufen in Panik, dann hat der Panik sofort um das Geld, was er Ihnen geliehen hat. Ich sage extra nicht um sein Geld, weil das Geld gehört ihm eh nicht. Ja? Dann brauchen Sie eigentlich jemanden, der einen klaren Kopf hat und sagt, okay, wie machen wir aus diesem Nachteil vielleicht noch irgendwie einen Vorteil? Ja? Ich hatte mal einen Fall, der war 34, seine Partnerin 26. Er lag am Ostermontag mit 34 Jahren tot unterm Computer. Wollte eigentlich nur eine Risikolebensversicherung machen, hat er natürlich nicht mehr gemacht. Seine Freundin war von ihm schwanger, die Schwiegereltern sind unten eingezogen, die wurden ein halbes Jahr später Pflegefälle. Das ist nur 20% der Geschichte. Aber die Finanzierung ist nicht geplatzt. Sie haben mich angerufen. Wir haben das mit der Bank vernünftig dargestellt und hingekriegt. Ja, aber das ist normalerweise der Super-GAU. Ja, ich habe auch mit mehreren Bankern gesprochen, die haben gesagt, so eine Geschichte haben wir in 30 Jahren Praxis noch nie erlebt. Und ich auch nicht. So, ja. Also, das zu den 5 schlimmsten Fehlern. Jetzt oben drüber haben wir gesagt, Zwangsversteigerung. Wer interessiert sich für die Zwangsversteigerung? 1, 2, 3. So, ich frage mal zurück, warum? Weil es Angebote gibt, wo dann draufsteht, Zwangsversteigerung. Wir haben ein bisschen, was ist da, worauf okay. Muss man da achten? Super, ist das überhaupt klasse. Interessant? Ja. Ja, okay, die anderen? Ja, ich habe nur mal so gehört, dass das wohl jetzt in Hamburg und Hamburg-Umland nicht mehr so interessant ist, wie das mal war. Super. Aber... Okay. Machen wir ganz kurz. Also Zwangsversteigerung ist praktisch die, ja, wenn Sie so wollen, in saloppen Deutsch die Notbremse der Bank. Ja? Sagen wir so, Sie kennen jemanden, der vielleicht 3, 4, 5 Mal seine Rate hintereinander nicht bezahlt hat, der dann Folgendes macht, auf Tauchstation geht, nicht mit dem Berater oder mit der Bank spricht. Das ist immer, also null Kommunikation ist in solchen Fällen das Schlimmste, was Sie machen können. Ja, im Zweifelsfalle dann mit jemandem sprechen, mit der sich da auskennt. So, angenommen, wie gesagt, das Objekt, die Immobilie geht in die Zwangsversteigerung. Dann ist das ein sehr langwieriges Verfahren aus Sicht der Bank und auch letztendlich aus Sicht desjenigen, der nicht gezahlt hat. Das kann also durchaus 1, 2 Jahre dauern, bis diese Immobilie in die Zwangsversteigerung geht. In der Zwischenzeit muss ein Gutachten, ein sogenanntes Verkehrswertgutachten von einem Gutachter für diese Immobilie erstellt werden. Die Gutachter haben häufig folgende Probleme. Die kommen entweder in die Immobilie nicht rein, weil der Alteigentümer sich verschanzt hat und sagt, ich lasse hier keinen rein, du kommst hier nicht rein. Ja? Das heißt, der macht eine Beurteilung, sagt, okay, was würde das kosten, dieses Haus neu zu bauen? Ja, was ist äußerlich an Mängeln zu erkennen, wenn der Alteigentümer ihn reinlässt? Dann guckt er sich die Heizung an, die Leitungen, Elektrik und so weiter und so fort und sagt, die Immobilie ist XY wert, sagen wir mal 200.000.
So, wenn Sie dann sagen, dann wird das beim Amtsgericht, also bei Ihnen hier in Pinneberg, wird das dann veröffentlicht, dass irgendwann der Zwangsversteigerung für die Immobilie in, was weiß ich, in der Schmidtgasse am 35. Oktober geht es in die Zwangsversteigerung. So, dann können Sie dieses Gutachten beim Amtsgericht einsehen. Sie können auch häufig die Gutachten auch online ansehen oder Sie können sie eventuell auch runterladen. Das ist bei einigen Amtsgerichten ist das kostenpflichtig, bei anderen nicht. Sie können aber auch ins Amtsgericht gehen und sagen, ich hätte gerne das Gutachten. Dann steht auf dem Flur ein Kopierer und dann zahlen Sie 50 Cent pro Seite, die Sie kopieren, oder Sie nutzen Ihr Smartphone oder was auch immer. Das können Sie auch tun. So, ich warne immer vor Folgendem. Diese Gutachten, wie soll ich sagen, fragen Sie sich immer eins. Wer hat dieses Gutachten in Auftrag gegeben? Die Bank. Ja, so. Das empfehle ich sowieso immer. Ich hatte es vorhin mit dem Banker, wessen Interessen vertritt er? Na, die seines Arbeitgebers. Das heißt also, ich erlebe das immer wieder, dass viele sagen, ja, das hat ein Gutachter gemacht. Ja, meine Empfehlung ist immer, oder den Fehler, den Sie nicht machen sollten, immer nur auf wie soll ich sagen, Experten zu hören. Ich gebe auch meinen Kunden immer die Empfehlung, die Frauen verstehen mich da immer am besten, entscheiden Sie solche Sachen auch gerne aus dem Bauch heraus. Nicht immer hier nur oben, die Männer sind meistens hier, denken, rechnen und so weiter. Die Frauen haben meistens, sage ich immer, einen besseren Riecher. Die gehen durch so ein Haus durch und sagen, passt oder passt nicht. Oder irgendwas ist hier krumm. Ja, also wirklich als Bestätigung für Sie machen Sie das so ein bisschen aus dem Bauch. Gutachter, letztendlich ist es wichtig, der setzt einen Verkehrswert fest. Gucken Sie bitte immer rein, von wann dieses Gutachten ist. In der heutigen Marktsituation, wenn das Gutachten 2-3 Jahre alt ist, dann ist der Verkehrswert vielleicht eher zu niedrig angesetzt. Es gibt auch Banken, wenn sich das in die Länge zieht, es gibt auch durchaus Zwangsversteigerungen, die sich über 6, 7, 8 Jahre hinziehen, die machen dann irgendwann einen Nachtrag aus eigenem Interesse. Ja? Aber in Situationen, wo der Markt vielleicht vorher da war und dann so ging, das Gutachten da gemacht wurde und Sie wollen da kaufen, da würde ich mich auf das Gutachten gar nicht verlassen. Ja? Also, ganz große Empfehlung, beobachten Sie einfach auch den Markt. Und da ist wirklich das einfachste Immonet, Immoscout, Immowelt. Ja, noch ein Geheimtipp oder ein Fehler, den Sie vermeiden sollten. Das Internet ist ja einerseits, also die NSA zeichnet ja alles auf. Bei denen könnten Sie vielleicht nachfragen. Aber sonst ist das ja sehr flüchtig. Das heißt, Sie gucken, suchen nach einer Immobilie in der und der Lage, gucken rein, 2 Tage später gucken Sie wieder, der Link funktioniert vielleicht nicht mehr. Ein Tipp, wenn Sie da interessante Sachen finden, machen Sie immer so einen Print-Screen. Machen Sie einen Ausdruck von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen oder gesehen haben. Gerade wenn Sie Ihr Projekt länger vorbereiten. Ja? So ein Makler-Trick ist bei, sagen wir mal, nicht so ganz marktgängigen Objekten. Das kann sein, dass der Verkäufer viel zu viel Geld haben will. Das kann aber auch sein, dass die Hütte grottig ist oder dass der Makler nicht verkaufen kann oder was auch immer. Die werden auch gerne mal für 6 Wochen reingestellt und dann werden sie mit einem Knopfdruck mal für 1, 2 Wochen deaktiviert. Und dann werden sie nach 2,5 Wochen wieder aktiviert und schon taucht dieses Haus, diese Immobilie als neu auf. Wenn sie den Markt nicht beobachtet haben, dann denken sie, oh toll. Ja? Wenn sie aber über 1,5 Jahre oder ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr geguckt haben, sehen sie, ach, da ist es ja wieder. Die stellen auch manchmal andere Fotos rein. Ja. Sei das auch nur 1, 2 Tage, dass es dann trotzdem als neu auftaucht? Das wird teilweise auch gemacht. Ja? Teilweise machen es die Makler aber im Moment auch gerne so, weil sie sagen, nach 2 Tagen haben die so viele Interessenten, die machen das, setzen das Ding still, weil sie sowieso schon 3 Käufer haben. Das kann auch sein. Ja? Also meine Empfehlung ist, beschäftigen Sie sich damit, kriegen Sie ein Gefühl dafür, ja? Dass Sie wirklich da nicht so, ja, wie soll ich sagen, unbeleckt oder ja, vielleicht auch naiv reingehen, sondern dass sie sagen, hey, ich krieg so ein Gefühl dafür. Ja? Ich habe einen Kunden, der hat eine 60-Stunden-Woche, der ist mit seiner Frau, der ist am Wochenende immer nach Hause gefahren, ja, hat wirklich jedes Wochenende mit der 5, 6, 7, 8 Objekte besichtigt.
vom Grundstück über Altbau, also Bestandsimmobilien, über abrissfähige Sachen, Neubau, Grundstücke von der Gemeinde, der ist alles abgeklappert. Ja? Und wusste im Umkreis von 30 Kilometern, kannte sie sich besser aus als jeder Immobilienmakler. Und dann erzähle ich Ihnen nachher kurz noch, oder heute Nachmittag, erinnern Sie mich dran, dann kam eine Situation, die ich bis daher auch nicht gekannt hatte. Dann sagte die Bank, nee, wir zahlen nicht aus. Darlehensverträge waren unterschrieben, Kaufvertrag war auch unterschrieben und die Bank hat gesagt, nö, wir zahlen nicht. Ganz heiße Kiste. Erzähle ich heute Nachmittag, wenn Sie mich dran erinnern. So, Zwangsversteigerung. Verkehrswert ist wichtig, Sie brauchen 10% dieses Verkehrswertes, also 200.000, 20.000 Euro, als Sicherheitsleistung. Sonst dürfen Sie in diesem Termin nicht mitspielen. Früher war das verhältnismäßig einfach, da konnten Sie Ihr Sparbuch räubern und sagen, hier, beim Rechtspfleger, das ist derjenige, der diese Zwangsversteigerung leitet im Amtsgericht. Der Termin dauert eine halbe Stunde, 30 Minuten. Es sei denn, es entwickeln sich Bieterschlachten. Aktuell seit 3, 4, 5, 6 Jahren rechnen sie eher damit, dass das eher eine Dreiviertelstunde dauert. Aber normalerweise eine halbe Stunde ist Daddeldu, ist Feierabend. So, heutzutage brauchen Sie einen bankgarantierten Scheck. Das heißt, da brauchen Sie wirklich Ihren Banker. Da müssen Sie zu dem hingehen, also müssen Sie das Geld auf dem Konto haben. Und dann gibt er Ihnen einen bankgarantierten Scheck mit Stempelchen und Unterschrift. Und dann gilt dieser Scheck 8 Tage. Das vielleicht als Tipp, jeder Scheck gilt eigentlich nur 8 Tage. Das wissen nur die wenigsten. Ja, wenn Sie den am 9. Tag Ihrer Bank geben, dann könnte derjenige, der Ihnen diesen Scheck ausgestellt hat, sagen, gib kein Geld mehr, du bist zu spät. Weiß fast keiner. Ja, das sind so die Highlights aus meiner Banklehre. Ein paar gute Sachen waren auch dabei. So, diesen bankgarantierten Scheck, den müssen Sie ausstellen lassen. Das heißt, möglichst zeitnah, also was weiß ich, wenn Dienstag Zwangsversteigerung ist, spätestens am Montag sollten Sie sich den holen, also nicht vielleicht am Freitag. Ja, vielleicht gibt es eine Terminverschiebung. Das kostet auch jedes Mal Geld. Je nach Bank 20, 30 Euro. So, den müssen Sie dabei haben. Personalausweis. Und das sind eigentlich schon alle Sachen, die Sie brauchen. Und dann macht der Rechtspfleger dann eine Belehrung und so weiter, erzählt Ihnen kurz, worum es geht und dann eröffnet er das. Und sagen wir, 200.000 ist der Verkehrswert. Die meisten nehmen an, dass sie dort noch Schnäppchen machen können. Deswegen ist das toll, dass Sie das schon gesagt haben. Also ich habe selbst die letzte Zwangsversteigerung, ich glaube 2005 oder 2006, besucht. Seitdem ist das vollkommen wahnsinnig. Sie zahlen in der Zwangsversteigerung in der Regel mehr, als wenn Sie ganz normal über den Markt gehen, dort Ihre 6,25% an den Makler überweisen. Mit dem können Sie auch besichtigen. Der hat zumindest mal so ein leichtes Haftungsrisiko, wenn er Ihnen totalen Blödsinn erzählt. Ja, in der Zwangsversteigerung, Sie können in der Regel nicht ins Haus, nicht in die Wohnung rein. Und vorher nicht angucken. Nein, also es gibt Ausnahmen. Es gibt auch mal, wo der Alteigentümer eingesehen hat, vernünftig ist, okay, ich ziehe aus. Aber ich habe mich auch mit einem Gerichtsvollzieher mal unterhalten, der sagte, da hat es hinter der Tür klack, klack gemacht. Ja? Ja, und dann hat er die Polizei gerufen. Ja, ja, also das sind keine, ja? Und es ist jetzt vielleicht auch nicht das beste Gefühl, wenn man so einen Alteigentümer auch aus der Immobilie erst räumen lassen muss. Ich habe das einmal gemacht. Ah. Ja? So, also, aber seit 6, 7, 8 Jahren sind diese Termine überfüllt. Ja, auch viel mit Osteuropäern, die alle denken, sie könnten da Riesenschnäppchen machen. Also ich sage ganz ehrlich, wenn Sie zum Eigennutz kaufen wollen, und das waren, glaube ich, fast alle hier, gehen Sie ganz normal über den Markt. Da kaufen Sie in der Regel aktuell auch billiger. Ja. So, einziger Vorteil vielleicht noch zur Zwangsversteigerung. Sie sparen sich Notarkosten, ja, weil Kaufvertrag wird nicht beurkundet. Und ja, was sparen Sie sonst noch? Ja, und natürlich den Makler. Ja, aber deswegen mehr zu bezahlen, macht meistens keinen Sinn. Ganz, ganz wichtig, wenn Sie dann in dieser Bieterschlacht der Meistbietende geworden sind, dann ist es in der Regel so, dass Sie dann nach 4 bis 6 Wochen den Kaufpreis bezahlen müssen.
Wenn der nur einen Tag zu spät kommt, wird die Zwangsversteigerung gegen Sie eröffnet. Ja? Also das ist nichts. Ja, ja, das ist schon eine heiße Kiste. Gibt ein paar Tricks, ja? Aber das ist wirklich, wenn das nicht pünktlich bezahlt wird und wenn Ihre Bank da Mist gebaut hat, ja, können Sie sich mit der Bank kloppen. Im Amtsgericht ist das aber erstmal egal. Erstmal sind Sie dran. Ja? Also, heiße Kiste. Ja? So. Genau. Noch eine Frage dazu? Zwangsversteigerung? Ne? Super. Dann können wir da schon mal einen dicken Haken dran machen. So. Nächstes Thema. Ja, Kauf von privat, wie sparen sich den Immobilienmakler? Ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen Augenwischerei. Ja? Aktuell ist es so, dass zumindest so den Kreis, den ich kenne, das ist Hamburger Stadtkern plus 20 Kilometer Speckgürtel, ist es eigentlich so, dass pro Objekt mindestens 2, 3, 4 Leute da sind, die so ein Objekt kaufen wollen. Die häufig auch schon ihre Finanzierung stehen haben und dann sagen, wir gehen mit dem Makler und dem Verkäufer in den nächsten 3, 4 Tagen zum Notar. Das ist die aktuelle Marktsituation. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und wenn es irgendein grottiges Objekt ist, mag das auch anders sein. Wenn Sie allerdings ein Objekt finden, was schon seit einem Jahr am Markt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas nicht ganz optimal ist, sehr, sehr hoch. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass das alle anderen übersehen haben. Kommt aber, deswegen sage ich, beobachten Sie den Markt über einen langen Zeitraum, damit Sie da sicher sind, ob das wirklich neu ist oder auch nicht. Ja, ich habe mal eine Immobilie gekauft als Anlage mit 7,3% Rendite. Stand im Hamburger Abendblatt, damals ging das meiste des Immobilienmarktes noch über die Zeitung. Breit, 3 Spalten breit, richtig groß, so hoch. Die hatten Vermögen gekostet, die Anzeige. Und da war es aus meiner Sicht wirklich so, ja, die besten Schnäppchen, die hängen einmal da auf der Nasenspitze, deswegen sieht man sie nicht. Ja, war eine super Sache. War kein Haken dran, der Notar hatte noch einen Fehler gemacht, dann habe ich den gequält. Der musste 2 Jahre lang, hat er gebraucht, bis er den Kaufvertrag so abwickeln konnte, wie wir ihn beurkundet haben. Ja, aber das ist jetzt nur eine, das sind noch viele Sachen, die hinten dran noch alle schief gehen können. So, meine Sache, was schätzen Sie denn ein? Meinen Sie, dass Sie, wenn Sie von privat kaufen, dass Sie auf jeden Fall viel, viel günstiger kaufen? Ne? Ne? Echt nicht? Ja? Ja. Genau, also für Sie der Tipp, verkaufen Sie von privat. Wir haben ja gesagt, er will ja möglichst viel, darf ich Sie mal als Beispiel nehmen, ja? Er möchte möglichst viel machen, dann sage ich, verkaufen Sie von privat. Nachteil, Sie müssen natürlich Zeit investieren. Wenn Sie selbst drin wohnen, okay, sparen Sie sich die Anfahrt und so weiter und so fort. Ja, also ganz klare Empfehlung an Sie, verkaufen Sie selbst. Und zwar warum? So, das ist ganz einfach. Weil die meisten denken, von privat spare ich mir 6,25%. Was würden Sie sich überlegen? Das schlage ich drauf. Bingo! Danke! Ja, exakt. Das wird oben drauf geschlagen. Ja, so. Deswegen, das ist, ich mache das genauso. Ja, wenn ich mal eine eigene Immobilie verkaufe, dann sage ich entweder dem Makler, weißt du was? Du kannst verkaufen ohne zusätzliche Maklerprovision. Ja? Dann kriegt er die von mir. Aber ich weiß, dass 80% aller Leute, die sich dafür interessieren, sagen, oh, ich spare den Makler. Ja? Also eigentlich ist das, wenn Sie so wollen, für Sie als Kaufinteressenten ist das sogar eine Falle. Ja? Sie denken, oh, jetzt habe ich 6,25, jetzt muss ich dem, ich sage jetzt mal, bösen Makler das nicht bezahlen, aber der Schuss geht in der Regel immer nach hinten los. Für Sie als Verkäufer, perfekt. Ja? Wenn Sie sagen, Mensch, marktgängiger Preis wäre 300.000 oder Sie annoncieren für 299, dann macht der Makler, wir können das mal eben ganz kurz rechnen, 299.
So, wer, Taschenrechner, 6,25% mal eben rechnen. Nicht alle auf einmal. Sonst stelle ich gerne einen Rechner zur Verfügung. Ne, da ist ein Smartphone. Einmal kurz rechnen. 299 mal 6,25. Ja. Super, komme ich sofort. Super, mache ich gleich. Mache ich gleich. Ja? 18.000, machen wir 700, okay? Das kriegt der Makler. So, was würden Sie jetzt machen? Wie würden Sie den Verkaufspreis ansetzen? Ja, ich würde vielleicht 15.000 draufschlagen. Nee, Sie wollen doch möglichst viel rauskriegen, haben Sie mir erzählt, Mensch. Nee, wieso? Wenn die nach... Sie haben... Vorhin? Vorzeugen! Sie haben gesagt, Sie wollen das Maximum rausholen. Okay, jetzt nehme ich Sie beim Wort. Genau. Ich würde die jetzt... Ich würde die für 3,28 anbieten. So. Da können Sie noch großzügig sagen, Mensch, du kannst mir noch 8.000 Euro runterhandeln. Das ist aber immer noch nicht die gierigste Variante. Wie können wir noch steigern? Wie können wir das noch steigern? Habe ich gerade jetzt in den letzten 2, 3, 4 Monaten erlebt in der Praxis. Jemand eine Idee? Nee? Okay, das nennt sich so, oder Bieterverfahren. Ja, da setzen Sie dann als Privatmann, ja, war ein Einfamilienhaus in Hamburg-Bergstedt, der hatte das, glaube ich, für 2,99 angeboten. Aber geschrieben Bieterverfahren. Wissen Sie, wo die gelandet sind? Noch höher. Das Ding ist, glaube ich, für 378.000 dann weggegangen. Und die Leute haben sich drum gekloppt. Also für Sie optimal, für alle anderen Nase machen. Also würde ich nicht machen. Das heißt, wenn der Verkäufer dann in dem Sinne sagt, ich habe da aber jemanden, der hat Interesse und zahlt mir so und so viel, pack mal noch was drauf, dann hast du ihn. Genau. Ja, ja, klar. Na? Also da sehen Sie sogar, die Privatanbieter sind häufig noch gieriger als die bösen Makler. Es gibt auch Makler, die das auch so machen. Ja, es gibt aber auch eine Menge, die sagen, nee, komm, wir haben einen realistischen Marktpreis, das, was Sie sagten. So, dafür geht das Ding weg und jetzt zählt, wer sitzt als erstes beim Notar. Ja? Es gibt auch Kunden, die sagen, ja, ich würde, oder die zum Makler sagen, ja, ich würde gerne, aber die Finanzierung steht noch nicht. So, wenn Sie jetzt ganz billig finanzieren wollen über die Direktbank, haben Sie im Moment Bearbeitungszeiten von Minimum 3 Wochen. Da sagt jeder Makler, hast du geraucht? Ich warte jetzt keine 3 Wochen. Ja, und dann sagt die Bank vielleicht noch, ja, aber dies gefällt uns nicht, jenes gefällt uns nicht und so weiter. Sondern dann sagt der Makler, ich nehme den, wo die Finanzierung hundertprozentig steht und wer am schnellsten mit mir beim Notar sitzt. Das sind im Moment, jetzt September 2014, nach Christus, die aktuelle Situation im Großraum Hamburg. Ja? So, also bitte, ja? Wenn das also inseriert ist über Makler, jetzt nehmen wir 299, ja. Und da kommt ein Interessent und sagt, was glaube ich heutzutage häufig passiert, ich würde aber auch sag ich mal 350 oder so heben, dann wird der Makler auch Aussagen kriegen. Oder macht es eher nicht. Dann, ist da eher nicht so. Dann muss er es auf jeden Fall dem Verkäufer mitteilen. Ja. Dann muss er aber auch einschätzen, okay, wie realistisch ist das? Genau, weil da gibt es auch jede Menge Dampfplauderer. Ja. Vielleicht noch eine Warnung oder noch ein fataler Fehler. Ich habe nur 5, ist egal, sind noch viel mehr. Verlassen Sie sich bitte nicht. Viele Makler wollen im Moment eine Finanzierungsbestätigung. Wer hat das schon mal gehört? Wer weiß, was das ist? Ja? Sag ich ganz ehrlich, die Dinger sind nicht mal das Papier wert, auf dem sie gedruckt sind. Da tut mir jedes Mal der Baum leid. Ja? Da steht dann von der Bank drauf, sehr geehrte Familie Müller, anhand der uns vor Ihnen liegenden Unterlagen sind wir grundsätzlich bereit, Ihr Objekt bla 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 in blub blub blub, das Finanzierungsvorhaben zu begleiten. Nimmt die Bank dafür auch Geld noch? Nee, noch nicht. Das ist aber vielleicht eine Marktlücke, können wir mal vorschlagen. Ja? Also habe ich noch nicht erlebt, aber ja, kann durchaus sein. Es gab auch eine Bank,
die so speziell nur für Angestellte und Beamte aktiv war. Die hatten auch in ihren Darlehensverträgen noch so eine Klausel drin, dass das, wenn der Kunde das nicht unterschreibt oder dann wieder zurücktritt, dass dann 800 Euro an Kosten anfallen. Das sind auch tatsächlich die Kosten. Ja, das ist ein Riesenaufwand. Ja, Sie sagen vielleicht, ihr unterschreibt da nur eine Selbstauskunft und sitzt zweimal eine Viertelstunde bei der Bank. Aber bis so ein Darlehensvertrag fertig ist, mit allen Unterlagen, vergehen eher 8 bis 10 Stunden Arbeitszeit. Ja, dürfen Sie zwar jetzt nicht mehr, aber ja. So, also das einmal. Ne? Bieterverfahren ist für den Verkäufer die optimale Sache, für Sie als Käufer aus meiner Sicht pures Gift. Weil dann geht es zum Schluss auch vielleicht gar nicht mehr so drum, dass Sie sagen, das ist meine Traumimmobilie. Es geht nur noch darum, die jetzt zu kriegen. Ja, ähnlich Zwangsversteigerung. So, dann kam die Frage, absolut berechtigt, und ich habe das in vielen anderen Seminaren auch schon erklärt. Ja, unsere großen Verbraucherschützer in Berlin und in Europa, was weiß ich, Brüssel oder wo sie auch gerade wieder sitzen, ja, sagen, ja, Verbraucherschutz. Derjenige, der den Makler beauftragt, soll das jetzt auch bezahlen. Bingo. Ja, so und jetzt, und das ist das Fiese daran, ja, weil die meisten denken, oh, dann spare ich mir den Makler. Nee, das kloppt man oben drauf, aber was passiert jetzt? Jetzt werden sie doppelt bestraft. Oh, bingo. Ja, also sagen wir jetzt, nehmen wir das Beispiel hier. Ja, die Bude kostet jetzt, bitte gleich nochmal mitrechnen, 299 sind 317.700. So. Jetzt machen wir mal folgendes Gegenbeispiel mal eben. Wenn das nicht von privat, sondern nach dem Vorschlag, wie die Gesetzgebung sich ändern soll, verkauft werden soll, dann sieht das so aus.